Species modified. Drachenschuppenpanzerung haben wir jetzt auch. KI-Raketen, Schadenkinetikwaffen. So, als nächstes Schiffsdesigner. Findet sich gerade im Bau. Das hier auch. Genau, aber ich kann zumindest die... Zumindest die Cassius-Klasse kann ich schon mal umrüsten. So, nächste Spezies. Psionika. Ja, bitte. Ja, cool. So, Vorlageerstellung. So, wahrscheinlich komplett falsches Latein, aber dekadent kann weg, verschwenderisch kann weg. Begabte Ingenieure und intelligent kann weg, wird durch gebildet ersetzt. Robust, Bewohnbarkeit, Lebensdauer. Bewohnbarkeit brauche ich nicht, Ressourcen von Jobs auch nicht unbedingt. Da hätte ich dann doch lieber sehr langlebig. Naturschützer, robust, gemeinschaftlich. Vorlage anwenden. Situation log updated. So, das dauert einfach mal über 5 Jahre. Aber das dürfte einige Platzprobleme lösen. Unsere Konsumgüter werden auch runtergehen. Also unser Verbrauch. Dann können wir nämlich denen auch den höheren Lebensstandard geben. Aber unsere Anführer sind besser und werden dann auch länger leben. Construction complete. So, was bräuchte ich um 70, 70? Wäre immer noch zu viel. Also ein paar Systeme müsstet ihr vielleicht noch übernehmen. Technology secured. Munkadir Sablisur. So, dann werde ich einmal das System übergeben. Munkadir Sablisur. Und einmal das. Munkadir. Cybrex Alpha. Verrückte Idee. Ihr könntet ja auch einfach mal zusätzliche Dinger bauen. Ich habe euch extra einen Sektor gegeben, der das darf. So, ist mir jetzt egal, ob es einfach nur überteuert ist, aber... Obwohl, nein, lieber nicht. Sondern ich hätte gerne Stauberntefallen. Vessels destroyed. Wo?
einfach ein einsames Schiff. Okay. So, wollt ihr hin? Terraforming-Gas ist abgelaufen. Hätte ich vielleicht gar nicht mal neu starten müssen, aber man kann das ja mal machen. So, zusammenfassen. Ja, da tut sich was. So, ich werde, glaube ich, die Schiffe einfach nicht aufrüsten, sondern einfach nur. Okay, ja, die hier werden aufgerüstet, aber das sind auch die Korvetten. Und dann werde ich hier gleich mal ein bisschen Blitz kriegen. Ich möchte auf jeden Fall hier den Bereich den Ägyptern geben, die Amazonen zu Vasallen machen. Die Asiaten am liebsten auch halt zu einem tributpflichtigen Staat machen, aber ob ich das hinkriege, ist eine Frage. Und die Anbinden. Die müssen weg. Construction complete. Munkadir Sablisur. Construction complete. Vessels upgraded. So, wir sind auf jeden Fall jetzt weit in Führung. Und die einzigen, die uns irgendwie bedrohen, sind die Asiaten, was Punkte angeht. So, das Wurmloch müssen wir sichern. Technology secured. Receiving communications. Und dann beginnt eigentlich auch schon die Jagd. Ist hier irgendwo ein Sternentor? Nein, natürlich nicht. Warum sollte da auch eins sein? Munkadir Sablisur. Munkadir Sablisur. So, werden die Schiffe noch gebaut? Ja. Werden sie aus irgendeinem Grund. Aber. Okay, ihr seid ja auch noch beschäftigt. Na
Materiedekompressor. Wachsende Arbeitslosigkeit auf Rom. Das ist natürlich jetzt schon etwas bedeutender. So, dann würde ich sagen, produzieren wir hier exotisches Gas für unsere neuen Forschungslabore. Technology secured. Construction complete. Haben wir eigentlich schon... Nee, das wird noch gemacht. Ich wollte schon sagen. Das dauert ja ewig. Receiving communications. Forschungsabkommen. Nein. Construction complete. Forschungsgeschwindigkeit 10%. Ich weiß nicht, ob das bei der genetischen Modifikation hilft. Verzweifelte Maßnahmen. Befestigte Grenze. Eigentlich würde ich wirklich sagen, Wille zur Macht. So, während die hier noch machen, würde ich hier mal ein bisschen säubern. Die ziehen sich einfach überhaupt nicht zurück. Auf Zanam. Vessels upgraded. So, Tribut verlangen. Okay.
So, die erste Auxilia soll der ersten Legion folgen. So, brauchen wir irgendwo einen neuen Admiral? Nein, im Moment nicht. Okay. Ich finde es toll, dass die Amazonen noch Zeit haben, uns zu beleidigen, während hier wirklich, wow. Also, Prioritäten sind nicht so euers, oder? Na, ich müsste vielleicht auch mal die Romulus-Klasse aufrüsten. Panzerung. 10.440. 13.320. Dann. Construction complete. So, meine Frage, wie viele Wikinger habe ich in meinem ganzen Reich? Vielleicht 20. So, von mir aus dürfen sie auch durchaus Psioniker sein. Das dauert noch 24 Monate. Irgendwo muss ich einen von denen aufspüren. Ich würde gerne rausfinden, wo ich mal einen von denen habe. Construction complete. Na, da muss ich sie halt eben alle erstmal umwandeln. Ich glaube, ihr braucht noch eine Weile. Construction complete. Construction complete. Schon wieder auf Cyrex Alpha. Aber eigentlich sind wir jetzt schon unaufhaltsam. Also es gibt keine Macht mehr in dieser Galaxie, die uns aufhalten könnte.
So, mich würde nur interessieren, welches L-Tor die benutzen, um immer wieder zu mir zu kommen. Construction complete. Weil in ihrem Gebiet befindet sich keins. Das hier könnten sie theoretisch benutzen, aber hier hängt halt nur diese eine Flotte. Und hierhin dürften sie streng genommen nicht kommen. Construction complete. So, das wird unser letzter großer Akt für diese Aufnahme. Tributpflicht. We have declared war to safeguard our interests. Udar Stati. 990. Ja. Okay, dann muss wohl ein bisschen Rekrutierung stattfinden. So, weiter komme ich damit nicht. Spaceport under attack. Wo? So, die erste Auxilia hält es nicht mehr für nötig zu folgen. Planetary invasion commenced. Ah ja, da wollt ihr hin. Mein System können sie gerne erobern. An der Sternbasis werden sie nicht weiterkommen. Wenn ich die Kriegsziele durchsetze, ist es egal. Der ist auch noch Psioniker. Was? Was bringt ihm das in dem Fall? Okay, steht hier nicht. Das dauert noch 5 Monate. Ground invasion force has seized a planet. Und das gibt einfach mir total die Kriegsmüdigkeit. Das ist jetzt doch nicht euer Ernst. Receiving communications.
Mechasur Nexus, ja. Construction complete. Also das mit den Armeen ist schon mal nicht tragbar, weil ich einfach dadurch so unfassbar viel Kriegsmüdigkeit bekomme. Ich glaube aber, wenn die Wikinger hingehen und für mich diese die übernehmen, dann zählt es nicht für meinen. Genau wie es mit der Föderation auch war. Das heißt, ich muss die streng genommen eigentlich halt nur die Sternenbasen sichern und den Rest machen die Wikinger hoffentlich für mich. Jedenfalls wäre das sehr cool. Und dann kann ich mich mit meiner Transportflotte darauf beschränken, die leichten Ziele anzugreifen. Wenn das wirklich so ist, wie ich mir das gerade vorstelle, dann soll nochmal jemand sagen, Vasallen wären nicht nützlich. Zumindest unter dem Vorbehalt, dass sie überhaupt etwas tun. So, hier war doch vorhin extra eine Klasse 2. Was ist Klasse 2? Das ist Klasse 2. Zum Araya-System. Ja, also die tun doch was. So, das ist nur 400, das ist okay. Das ist erledigt. Wie viele? Okay. Akademisches Privileg. Situation log updated. So, dann warten wir nochmal 2 Monate. Damit das auch wirklich alle haben. Species modified. Enemy presence exposed. Planetary invasion commenced. So, das ist nicht genug. Na, vielleicht schwächt sie das ein wenig. Vielleicht kann ich sie dann gleich noch erobern.
ground invasion force has seized a planet. So, 2,4. Das ist okay. Nummer 65. Okay, das da ist ziemlich, ja. Also Bounty werden wir schon mal so lassen müssen. So, notfalls müssen wir halt springen. Ich meine, es ist nicht so, als hätten die Stationen uns groß was entgegenzusetzen. 113. Oh, wenn wir die hier zerstören, aber dann gibt es uns auch gut Kriegsmüdigkeit, denke ich. Ja, aber nicht viel. So, ihr bombardiert mal. Ein zweites Portal aus dem Blondeis-System. Wo? Ja, okay. Die Aberrant. Das ist mir auch noch nicht passiert. Aber jetzt haben wir zwei Portale, um die wir uns Sorgen machen müssen. Das Gute aber ist, die Anbinden und die Aberrant kämpfen auch gegeneinander. Das Ding ist alles auch dadurch, dass wir keine gefallenen Reiche haben, haben wir auch keinen Guardian of the Galaxy. Okay. Die Party ist da drüben gerade noch ein bisschen spannender geworden. Planet. 15% ist okay. 105. Die bombardieren hier gerade. Planetary Invasion.